Wir befinden uns in Ostfildern im Stadtteil Ruid. Die Abteilung Ruid wurde gegen 18:11 zu einem Brand 3, einem Wohnungsbrand, alarmiert. Als die ersten Kräfte eingetroffen sind, war im Dachbereich schon eine Verrauchung wahrzunehmen und genauso im Inneren war deutlich Brandrauch wahrzunehmen, sodass die Vermutung im Raum stand, es handelt sich um Dachstuhlbrand. Daraufhin wurde das Einsatzstichwort erhöht auf Brand 4 und eine weitere Abteilung ist in den Einsatz gekommen. Bei den Maßnahmen vor Ort wurde zunächst mal eine Riegelstellung gemacht, um die Dachhaut letztendlich zu kühlen oder versuchen, eine Temperatur runterzubringen. Vorne wurde dann eine Drehleiter im Bereich der Kirchheimer Straße in Stellung gebracht, um dann die Dachhaut zu öffnen, um genau mal oder letztendlich mal erstmal zu erfahren oder herauszubringen, was da überhaupt brennt. Es stellt sich dann wohl, also hat sich dann so dargestellt, dass es in dem Zwischenbereich zwischen harter Dacheindeckung und dem Innenausbau Rigipsplatten in diesem Bereich zu einem Brand gekommen war. Was den Brand ausgelöst hat, ist im Grunde noch völlig unklar. Somit hat sich dann für die Einsatzkräfte im Grunde die Aufgabe gestellt, dass man die Dachhaut öffnen muss. Dazu wurde noch eine zweite Drehleiter von der Feuerwehr Westlingen dazugerufen, dass man dann von mehreren Seiten, vorne wie hinten, die Dachhaut öffnen kann. Und man hat auch versucht, im Innenangriff auch die Eindeckung oder die Wände zu öffnen, um es lokalisieren zu können. Ein sehr aufwendiger Einsatz. Man hat viele Abendschutztrupps im Einsatz. Momentan oder bis dato waren es jetzt schon 6 Trupps unter Abendschutz. Es waren 2 Rohre im Einsatz und man versucht jetzt halt peu à peu das Dach so zu öffnen oder zu erkunden, wo sich der Brand überall reingefressen hat. Das Haus stand im Moment leer zu dem Zeitpunkt. Es ist also nicht, also ist bewohnt, aber die Besitzer waren nicht da. Von daher sind Gott sei Dank keine Personenschäden zu beklagen. Im Einsatz momentan aktuell sind 10 Fahrzeuge, 45 Mann. Davon sind 2 Fahrzeuge und 5 Mann von der Feuerwehr Esslingen. Der Rest ist aus Ostfildern von den Abteilungen Ruid und Chemnat. Im Einsatz ist auch die DRK-Bereitschaft zum Eigenschutz der Einsatzkräfte. Ja, das ist im Grunde die knifflige Suche jetzt nach den Brandnestern. Man muss halt schauen, das Dach so öffnen, dass man im Grunde ausschließen kann, dass eine Rückzündung erfolgt, wenn die Feuerwehr abgerückt ist. Von daher ist jetzt im Grunde kräftintensiv und arbeitsintensiv, bis man dann das auch wirklich dann brandaus letztendlich melden kann. Wie lange sich diese Arbeiten hinziehen werden, ist jetzt völlig offen. Lässt sich jetzt schwer eine Prognose abgeben. Wir haben noch einige Abendschutzgeräteträger hier in Bereitstellung stehen. Wenn sich jetzt die Lage noch weiter hinziehen sollte, müsste man sicherlich noch eine dritte Abteilung hinzuziehen. Aber das entscheidet sich dann mit dem Arbeitsfortschritt.